Ja, hallo, hallo. Tag Hallo. auch. Ach stimmt, mir fällt auch gerade auf, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, den Twitch-Chat zu sehen. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Da gar nicht vorher drüber gesprochen. Das heißt, du musst mir heute, wenn irgendwas Spannendes ist, das dann vorlesen. Genau das. Wer ist denn so schon da? Sagt gerne Bescheid. Heute im Weihnachtsurlaubs-Setting, so wie Im jedes Jahr eigentlich. Feiertagsmodus, ja. Das kennen die Leute ja schon. Schreibt gerne mal im Chat, wie es so ist von dem Sound, vom Bild her, dass wir einmal Bescheid wissen, weil es alles etwas improvisiert. Ja, erzähl doch mal, Joshua. Das ist richtig schlimm, dass ich die Leute nicht sehen kann. So ungewohnt. Grüß dich alles für alle. Verliert so ein bisschen für mich den Part von der parasozialen Beziehung. Ja, Wo ich verständlich. jetzt noch dran denken musste, als wir in der, was war das, in der großen 26 Fragen-Folge noch drüber gesprochen haben, dass das die erste Folge gewesen war. Ja, wie ist es bei mir? Also, ich hatte erst ziemlich unruhige Feiertage wegen diversen schlechten Sachen. Und dadurch wirkte das auch alles etwas verkürzter als sonst. Also so wie Weihnachtsurlaub, sag ich hier, bei meinen Eltern häufig anfühlt. Ich bin auch deutlich später erst dahin als sonst. Also, ja, deutlich später, ne? Ein, zwei Tage oder so. So hat das, glaube ich, immer variiert. Aber zum Ende hin hatte ich jetzt auf jeden Fall auch noch, ja, vielleicht keine ruhige, aber etwas weniger stressigere Zeit und, ja, es fiel gefühlt einfach viel von dem für mich selber entspannen weg, was sonst auch immer so ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Ja. Wie war es bei dir? Erstmal vielen lieben Dank, Dudel, für dein Abo. Ja, danke. Ich kann leider gar nichts sehen. bei mir ist es tatsächlich echt so entspannt. Ich bin echt froh, jetzt ein paar ruhige Tage zu haben. War echt eine anstrengende Zeit jetzt in Dortmund. Und von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass es jetzt etwas ruhiger geworden ist. Und ja, ich hatte eigentlich schöne Tage am 24. Jahr, LAN-Party, so wie immer bei mir jedes Jahr. Und jetzt danach einfach gutes Essen und nette Gesellschaft bei der Familie. Oh ja, das Essen war auch gut. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben Gänsekeule gegessen. Oh. Und das hat auf jeden Fall meine Mutter zusammen mit meiner Freundin echt fantastisch hinbekommen. Großes Lob geht da auf jeden Fall raus. Und auch lieben Dank, Dudel, nochmal für das Geschenk an die Community. Du haust hier ordentlich raus. Jetzt gerade leider dann alles ohne irgendwelche coolen Gadgets. Kann's ja nicht sehen, aber es wird wahrscheinlich Doodle on iPad sein, ne? Richtig. Ja, Grüße gehen raus. Aber wenn ihr nichts schreibt, dann scheint ja der Sound zumindest einigermaßen erträglich zu sein. Ihr seht ja auch wieder leichtes Schlimmern in meinem Bild, aber das ist leider die Kamera ein bisschen gecrashed, ja, beim letzten Stream. Ist ja gut, dass ich auch noch unter großen Anstrengungen und verplanten Terminen noch dieses Mikro und die Kopfhörer geholt habe. Ja, richtig. Und deine Kamera ist richtig scheiße, die sieht richtig verpixelt Ja, aus. Aber es könnte auch Internet sein. ich glaube, das ist tatsächlich Internet, weil separat wird familiär hier gerade gestreamt, Oh, Switch hervorragend. gespielt und ich glaube auch noch an einem Laptop gearbeitet. Das ist sehr groß. Und wir hatten echt viele Ausfälle. Also ich weiß nicht, ob das hier mit dem Sturm zusammenhängt, aber ja, recht große Probleme die ganzen Tage schon. Ja, aber schön, dass ihr dabei seid. Noch ein letztes Mal dieses Jahr. Heute haben wir noch mal ein kleines Programm vorbereitet, wo wir wie letztes Jahr auch uns die Folgen anschauen wollen, die wir letztes
Jahr, also dieses Jahr quasi, alle so gemacht haben. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Weil dieses Jahr war es ja ein bisschen anders als die Jahre davor. Wir hatten ja unseren Qualität-Boost und deswegen müssen wir, glaube ich, auch unser Ranking jetzt gleich so ein bisschen anpassen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr soweit erträgliche oder auch je nachdem schöne Tage jetzt hattet. Und ja, jetzt, oh, In Space hat anscheinend das Geschenke-Abo bekommen, also Ah. ein schönes Weihnachtsgeschenk. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem zweiten Bildschirm. Das sieht doch gut aus. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr hier alles ganz normal seht, so wie es sein soll. Grüß dich, Holto, und grüß dich auch, Nelchen. Schön, dass ihr das erste Mal dabei seid mit Schreiben. Und ja, hier seht ihr die Folgen. Ich glaube, es ist eine Folge zweimal reingerutscht. Das Oh sind ja. die regulären Folgen. Also, wir haben recht viel auch live gestreamt und solche Geschichten. Aber wir ranken jetzt nur die normalen Folgen. Ne? Schön, sieht man gut. Dann können wir eigentlich schon anfangen, hier die Kategorien zu bestimmen, so wie immer. Und ja, ich meinte ja gerade schon, es ist ja etwas anders dieses Mal, weil die Jahre davor hatten wir ja wirklich immer auch Folgen, wo wir gesagt haben, okay, das war halt Mist oder das war ein Ausfall oder so, oder da haben wir irgendwie eine Lücke gestopft. Und ich glaube, das ist dieses Jahr gar nicht der Fall. Ich glaube, es gibt jetzt keine Folge, wo man so sagt, da muss man sich jetzt für schämen oder so. Und deswegen müssen wir, glaube ich, auch unsere Kategorien ein bisschen anpassen und das ein bisschen mitdenken. Habt ihr schon eine Idee? Hast du schon eine Idee für die Kategorie ganz oben? Die beste. Musste gerade noch ein bisschen meine Moncherie erstmal runterschlucken. Joshua arbeitet an seinem Weihnachtsbuddy. Um so richtig in Fahrt zu kommen. Ja, bei mir ist das auch immer krass, ne? Also man sagt das ja immer so mit dem Festtagsgewicht und so, aber ich merke das immer so. Also du bist 7 Tage hier und das Einzige, was du körperlich machst, ist dann der Gang zu Oma und vielleicht noch mal so auf die Kneipenstraße, wenn man sich mit alten Freunden trifft und ja. Viel sitzen, viel lesen, viel gucken, viel Oh, essen. über Folge finde ich eine geile Idee, alles für alle. Ich habe ein bisschen reingezoomt auf Wunsch, aber ich findest du über Folge auch gut? Ja. Sehr gut, dann haben wir schon mal unser Top-Tier. Ich hoffe, ihr seht es jetzt ein bisschen besser. Ja, der zweite. Das zweite Tier, habt ihr da eine gute Idee für? Vielleicht könnte man irgendwie sowas wie, dass es was Besonderes war. Vielleicht machen wir das auch als eine eher weiter untergelegene Kategorie, aber ich würde auf jeden Fall gerne so eine, okay, das war sowas So Besonderes. einzigartig. Ja, einzigartig. Ich finde vielleicht D ganz. Ja, das ist natürlich die Frage, ob das jetzt kommt, aber wäre einfach, hätte man sich sparen können. Ja, ich glaube, das ist einfach zu negativ schon. Ich glaube wirklich daran, dass es. Ich glaube eher, dass wir halt so. Ja, also wäre Ja, jetzt mein Tipp, klar. ne? Ja. Bei dem ja. Bin auch Vielleicht eigentlich könnten. mir selber gegenüber immer ein recht wohlwollender Richter. Vielleicht können. Nee, aber beim letzten Jahr haben wir auch wirklich viel auch nach unten gerankt, also. Da war ja auch viel Scheiße dabei. Richtig. Aber wir Berühmte können. Cannabis-Folge. Zum Ja. Beispiel. Wir können bei der D vielleicht, ja, Besonderheit oder so. So besonders einfach.
Würde ich einfach mal schreiben. Oder einzigartig ist vielleicht etwas besser. Schreibt man so einzigartig? Man kann das gar nicht sehen, ne? Könnte Ja, ich auch jetzt sehe ich reinschreiben. es, ja. Ja, okay. Dann immer noch Banger finde ich als 2 vielleicht auch nicht schlecht. In Space, guter Punkt. Immer noch Banger. So, jetzt kommen wir eher so in den Mittelbereich. Vielleicht wäre C sowas, oder eins könnte auch so auf Lücke gelernt sein. So, wir haben die Folge rausgehauen, aber sie hat ganz offensichtliche Mängel. Also auf Lücke. Auf Lücke und dann einen darüber ist vielleicht solide von Zadi DD auch nicht schlecht, oder? Dann Ja, so als Mittel. solide ist immer eine gute Mittelkategorie. Sehr schön. Schaut mal, dann haben wir schon unsere Tiers für heute. Ja, dann würde ich anfangen. Würde ich einfach sagen, fangen wir einfach mal an. Und ich denke mal, wir machen jetzt einfach so, wie die hier angeordnet sind. Und von links nach unten rechts. Oder wollen wir nach Folgennummer? Nee, wir machen einfach. Mach einfach, dann kommt man auch so ein bisschen selber durcheinander. Das kann ja ganz interessant sein. Ja, gut, dann erste Folge auch ein bisschen passend, die Folge 100. Ja. Unser Weg zur Revolution, die anarchistische Transformationsstrategie von uns. Ja, also ich meine, das war halt für uns eine absolute Herzensfolge, weil es ja, das war ja so der Top-Wunsch eigentlich fast von Anfang an vom Projekt, dass wir mal zu dem was machen. Und wir haben auch schon immer gesagt, so ja, das ist, wenn wir das machen, dann muss das halt eine Überfolge werden. Und ich glaube schon, dass es uns gelungen ist. Ich würde schon wirklich ganz nach oben packen. Und alles für Al und Nelchen schreiben das auch schon. Ist ja auch wirklich eine Folge, wo wir recht viel, also noch mehr Arbeit als sonst auch von uns beiden reingesteckt haben, ne? Als wir uns zusammengesessen haben. Ich glaube, wir hatten sogar so einen ganzen Tag so ein bisschen dazu gearbeitet, nochmal so kleine Unterfragen geklärt. Und im weitesten Sinne war es ja beispielsweise auch, glaube ich, mit der Folge mit auch ein Auslöser dafür, dass wir dann auch mit in Chemnitz diskutiert hatten. Ja, Weil absolut. gesagt wurde, hier Übergangsgesellschaft. Und ja, das ist auch absolut eine Folge, hinter der ich zu 100% heute noch so stehe und wo wir viel, viel tolles Feedback auch bekommen haben, wo wir auch gemerkt haben, das hat einfach Auswirkungen auch gehabt. Ja, ihr seht das auch so. Und was ich auch nochmal besonders spannend, ich glaube, es gibt auch keine Folge, wo wir so viel auch so allgemein einfach darüber diskutiert haben. Ne? Also klar ist ein Thema, worüber wir immer diskutieren, aber wo wir auch dann im ganzen Vorfeld, wo wir das realisieren wollten, halt die ganze Zeit auch immer wieder dann Diskussionen über Teilbereiche davon hatten. Ja, sehr spannender Prozess. Und auch so Sachen für mich, die viel geklärt haben, viel geklärt haben, wo ich auch selber Kritik einfach an anarchistischer Bewegung, auch an anarchistischer Transformationsstrategie hatten, Sachen gerade mit der Übergangsgesellschaft und vor allem auch diesen kleineren Teilfragen davon und häufig auch sehr phrasengetriebenem, wie es sonst in der anarchistischen Bewegung passiert ist, wo ich gesagt habe, ey, das sind alles so Punkte, die möchte ich jetzt für mich selber auch nochmal geklärt haben. Und ja, das finde ich auch immer eine super Sache für uns, wenn man dann sagt, ey, das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum, ich hatte da schon immer eine Kritik, jetzt kann man es ausformulieren. Absolut. Ja, wenn ich die Folge, welche dann auf die 1, ne? Die ist auch, und was ich halt auch besonders schön an der Folge finde, ist, dass sie auch so gut gelaufen ist. Also, dass sie auch so viele Aufrufe hatte, weil wir haben halt ja oft so ein bisschen, dass wir so ein bisschen sad darüber sind, dass viel dann einfach, wo wir uns so mit Szene-Sachen, mit so linke Szene-Sachen auseinandersetzen, wo dann halt einfach die Leute das gut finden, weil sie es auch lustig finden oder weil das dann halt polarisiert oder so. Und das ist jetzt mal eine Folge gewesen, die halt auch so gut gelaufen ist von den Aufrufen her, die es auch einfach inhaltlich verdient hat und vom Aufwand her. Und deswegen ist es auch so schön. Und InSpace schreibt auch nochmal,
dass du die ziemlich oft gehört hast. Und ich glaube, da geht es tatsächlich auch nicht nur dir so. Wir haben ja sogar ein Transkript bekommen über das Jahr, das auch auf Stimmt. anarchismus.de veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich auch einfach schön zu hören, dass Leute dann so Teile sich davon rausnehmen und das dann so ein bisschen studieren auch und so. Er hat mir doch auch dieses tolle Kerzenscheinbild bekommen von dem Intro mit dem Labyrinth, was jemand auch irgendwie handschriftlich noch abgeschrieben hatte. Das hatte mich auch sehr Genau. gefreut. Ja, wirklich toll. Auch ein absolutes Highlight von Übertage dieses Jahr, so generell, finde ich. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich glaube, ich sehe schon an dem Bild, also es ist sehr breich, aber ich meine, die Farbe richtig deuten zu können, das sieht mir recht royal aus. Ja, es ist über Monarchie tatsächlich. Es ist die Folge 102 Ah, jetzt sehe ich es auf jeden gewesen. Fall noch ein bisschen besser. Genau, die kam dann noch nach der Folge 100 und 102 hat, hast du auch gesagt, ne? genau, 102, ja. Und das war so eine Mischfolge, das hatten wir noch nicht so häufig gemacht, sondern erst das zweite Mal, glaube ich. Das ist eigentlich eine Folge, war, wo wir alleine gesprochen haben. Aber dann haben wir noch am Ende noch einen Gast dazu genommen, und zwar die Anna von anarchismus.de. Hatten wir das vorher schon mal gemacht? Ja, mit der unsäglichen Och, Traumata-Folge ach ja. zu Corona. Ja. Erinnere mich nicht dran, da haben wir schon lang und breit in anderen Rankings drüber gesprochen. Richtig. Das wiederum fand ich eine Folge, die wirklich ziemlich gut gelungen ist, wo ich auch danach eigentlich so das Gefühl hatte, jetzt haben wir auch relativ abschließend über Monarchie gesprochen. Also ich fand, das hat sich auch recht gut ergänzt. Ich glaube, das Ende hat das alles noch mal ein bisschen aufgelockert. Auch so eben so eine anarchistische Perspektive, weil man spricht ja schon manchmal so darüber, irgendwie bei den Briten ist das ja alles ein bisschen anders und das ist ein bisschen komisch, dass die noch eine Monarchie haben. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wie stark das in Deutschland rezipiert wird als so ein Konsumentenland von so royalem Content. Aber ich glaube, gerade diese, man hört recht wenig über diese republikanische beziehungsweise antimonarchistisch-anarchistische Perspektive und dementsprechend war das dann, fand ich auch recht schön und ja, auch wirklich eine geschichtliche und analytisch für uns, glaube ich, oder für mich recht unterhaltsame Folge. Ihr könnt ja auch schon mal reinschreiben, wo ihr so die Folge ranken würdet, wie ihr die sehen würdet. Ja, ich fand auch, dass ich mag auch diese Mischung eben dann aus, dass wir selber dann halt so eine ganze Folge gestaltet haben und dann halt noch so einen Blick aus erster Perspektive hatten, ne? Mit der anderen, die dann halt aus Großbritannien erzählt hat über die Monarchie dort. Ich meine sogar, das wäre eins der wenigen Male dieses Jahr gewesen. Vorher hatten wir es häufiger, wo es so ein bisschen gelungen ist, das am Zahn der Zeit dann auch zu veröffentlichen. Das war ja leider nicht hundertprozentig gelungen, weil sich das alles nach hinten verschoben hat, aber wir haben das ja immer noch recht nah zum Tod der Queen dann gemacht. Ja, Sadi und Doodle schreiben, dass sie, also so ein bisschen, ist nicht so stark in Erinnerung geblieben, das ist so eine gute Folge, wo war, aber das ist auch, ja, vieles davon man schon gehört hat und ja, und Gringo schreibt auch nochmal Monarchie eher solide und ja, ich schwanke so ein bisschen zwischen immer noch Banger und solide. Ich hätte es tatsächlich wegen der Aufmachung, war das für mich jetzt eigentlich eher so ein bisschen in der Kategorie einzigartig. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, auch irgendwo dazwischen schwanken. Das ist jetzt die Frage, wo wir es reinpacken. Wenn man jetzt vielleicht noch den Ausflug, den wir hatten, dazu nimmt. Stimmt, die Ankündigung. Weil das ist ja immer auch ein bisschen spannend, jetzt für das Ranking von den Folgen, dass wir nicht nur über die Folgen an sich reden, sondern auch so ein bisschen nochmal weiter drumherum, was da so passiert ist, weil wir hatten dann ja über die Ankündigung, hatten wir so eine Fotoserie gemacht, wo wir dann hier zu so einem Schloss in der Nähe von Dortmund gefahren sind
Und das war halt total abgefahren und wir hatten halt echt einen super schönen Tag. Und das ist halt so ein, könnt ihr ja die Bilder auf Instagram, falls ihr es noch nicht gesehen habt, nochmal nachgucken. Aber wahrscheinlich habt ihr euch vielleicht noch daran erinnert. Ja, und deswegen war das halt auch irgendwie so cool. So das hangelt so, hängt halt so zusammen mit dieser Folge für mich. Zum Münsterländer Versailles. Ja. Es war, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine, das ist das Schloss in Nordhausen gewesen, das Bischof, fürstliche Schloss. Wirklich auch sehr schön, ja. Ja, und da haben wir natürlich auch eine Currywurst gegessen, aber vielleicht insgesamt mit dem zusammen Einzigartig. würde ich es dann auch noch einzigartig packen. Ja, von dem, was du gesagt hast und diesem schönen Ausflug. Gut. Die nächste Folge ist über Grenzen, die Folge 103, die kam dann nach der Monarchiefolge. Und das war auch eine Folge, die wir alleine gestaltet haben. War auch, glaube ich, eine sehr grundsätzliche Folge. Eine Folge, wo wir auch schon länger drüber gefragt wurden. Und die, wo ich mich auch noch daran erinnern kann, dass wir uns auch so ein bisschen bei dem Thema, über das Thema nochmal mehr gesprochen hatten, weil ja auch zu dem Zeitpunkt das einfach auch wieder mehr in der Debatte stand. Ich glaube, das war auch nochmal mit der Asylgesetzverschärfung. Und es gab auch die verstärkte Diskussion, weil Proletopia sich als linker Streamer stärker zu dem Thema geäußert hat, Wagenknecht auch sehr viel zur so in diese ganze Migrationsdebatte reingepackt hat. Und ja, da haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Auch, glaube ich, eine Folge mit, ich meine, mit der Polizeifolge werden wir auch noch drüber sprechen, wo ich mich auch noch erinnern kann, dass ich sehr viel Spaß dran hatte, auch so diese historischen Grundlagen davon aufzubereiten, weil auch viele Sachen mir selber nicht bewusst waren, wie diese ganze Sache von eben, wie was für ein schwaches und wenig durchgesetztes Konzept Grenzen eigentlich bis ins späte 20. Jahrhundert, bis ins frühe 20. Jahrhundert, spätes 19. Jahrhundert dann eigentlich waren. Aber dann auch diesen ganzen Punkt mit eben, wie wichtig dann wiederum im Gegensatz zu Personen, Kontrollen dann Zollgrenzen und sowas waren. Ja, für mich war es halt vor allen Dingen auch eine sehr lehrreiche Folge. Also ich habe tatsächlich selber sehr, sehr viel mitgenommen, wie aus vielen Folgen dieses Jahr. Aber einfach, ich glaube, es gibt wenig Folgen wie jetzt diese, wo ich halt immer wieder auch dann so Wissen draus mitgenommen habe für so andere Situationen und wo ich dann in Diskussionen oder Gesprächen über das Thema Grenzen und auch speziell die Geschichte und so dann auch nochmal so ein paar Facts droppen konnte. Und deswegen auch für mich ein schönes Teil gewesen. Ja, ich glaube, wir haben auch noch mal so ein bisschen auch über diese ganze Frage von No Borders und so gesprochen und eben auch so ein bisschen die Unmöglichkeit von einem Umsetzen von eben grenzenloser Gesellschaft innerhalb von ja noch also einem Umfeld von noch bestehenden kapitalistischen Staaten. Ja. Ja. Also Chat sagt auch so. Zweimal für Banger. Da würde ich sie, glaube ich, auch sehen. Ja, dann würde ich mich da auch anschließen und die Folge über Grenzen in die Kategorie packen. Jo, dann kommen wir zu einer Gastfolge und auch eine besondere Gastfolge, die Folge 104 über Deutschrap mit Markus Steiger. War ja auf jeden Fall eine besondere Folge, weil ja Markus erstmal ein sehr krasser Typ in dieser Webszene, zumindest halt bis zu einem gewissen Punkt auch war und denke ich auch im Allgemeinen sehr bekannter, interessanter Gast, der zwar sehr polarisiert auch, der auch nicht unumstritten ist, was wir auch sehr stark gemerkt haben. Was aber ja leider dann, und ich, also inhaltlich und so, ich fand das halt sehr spannend und interessantes Gespräch, aber was halt technisch so seine Schwierigkeiten hatte. Ich glaube, es war die Folge insgesamt dieses Jahr von den regulären Folgen mit den größten technischen Schwierigkeiten. Ja.
Also ich meine, für meine Jugendseele hat es mir auf jeden Fall viel gegeben und ich fand es auch eigentlich sehr schön auf dieser Länge mit so einem Gast und auch noch mit einem politischen Anspruch, das auch einfach mal so zusammengefasst zu haben. Aber im Nachhinein hat es für mich das auch sehr geschmälert, weil das wäre beispielsweise auch eine Folge gewesen, die hätte ich mir eigentlich selber nochmal angehört. Einfach um nochmal es zu genießen, aber ja, das hat leider technisch wirklich nicht so gut funktioniert, obwohl es möglich gewesen wäre. Und das ist dann immer das Ärgerlichste. Ja, Kuschi, grüß dich auch. In Space ist es so, dass es eine Sonderkategorie ist. Also einzigartig ist nicht das Schlechteste, sondern wir haben es halt als, weil wir jetzt ja gesagt haben, wir sind eigentlich so total zufrieden mit unseren Folgen dieses Jahr, dass wir halt keine so großen Ausfälle nach unten hatten. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen halt nur ja, eine Kategorie von sehr gut bis mittel und dann halt noch eine einzigartige Kategorie für. Ja, Folgen, die auf unterschiedliche Art und Weise besonders waren. Für Was ich mich, halt. ja, Ja, oder sag sag du ruhig. erstmal. Weil für mich wollte ich jetzt schon eine Einschätzung geben, kommt die so ein bisschen auf einzigartig. Einfach auch wegen dem gegebenen Thema und dass das mit Steiger geklappt hat. Aber ich glaube, von der reinen Qualität, wenn man jetzt das richtig starke Inhaltliche mit dem schwachen Technischen nimmt, würde es für mich eher auf solide wandeln. Ja, ich würde es fast schon dann so Richtung auf Lücke packen. Weil es mich so geärgert hat einfach, ne? Ja, klar, mich hat das auch geärgert. Ich meine, wie gesagt, es ist einen eigenen, sehr technisch sehr guten Podcast, und dann hat es bei uns aber leider nicht funktioniert, ne, mit der Technik. Ihr Also, könnt auch ich wäre. gerne, schreibt auch gerne mal, dass ihr eine Einschätzung gebt, wo ihr jetzt die Folge seht. Ich wäre aber echt eher auf solide, weil wie gesagt, es sind auch sehr lustige Stories da drin gedroppt worden und ich finde es als Zusammenfassung immer noch gut. Wir haben gerade einen Coffee-Shop-Verkauf gehabt und ja, Daniel heißt der Käufer. Deswegen Sadi. Ich weiß auch nicht, wer Daniel ist, Ja, aber vielen Dank, Grüße auf jeden Daniel. Fall an Daniel. Okay, Dudel sagt solide. Ja, Wenn komm, es bei. dann packst du mal auf solide, weil es stimmt schon, vielleicht will ich auch nicht die Einzigartig-Kategorie mit allen Sachen zuhauen, wo ich mir denke, es hat mir selber Spaß gemacht, das ist eigentlich eine gute Folge, aber ich will sie nicht schlecht ranken, vor allem wenn es ein Gast ist. Dann packen wir es auch solide. Genau, also so. Ne, Dudel schreibt es auch nochmal. Das Ding ist halt, wenn man sich jetzt anguckt, klar, wir haben mit den Streams so große technische Probleme gehabt, aber wenn man sich jetzt anschaut, dass es die einzigste Folge dieses Jahr war, die wirklich technische Probleme hatte, dann ist es halt ein tolles Ergebnis, ne? Weil ne, es passiert immer irgendwas. Das ist ja auch bei den krassesten Podcast-Formaten, liest man ja ab und zu mal, ah ja, dieses Mal kommt nichts, weil wir hatten technische Probleme oder irgendwelche anderen Sachen, die halt dann schiefgelaufen sind. Also das ist einfach so. Man kann einen Podcast auch nicht zu 100% immer auf perfekt produzieren. Und deswegen ist das schon ganz geil gelaufen dieses Jahr eigentlich. Gut. Nächste Folge, auch eine Folge, die dann wiederum sehr gut geklickt wurde und die, glaube ich, auch recht große Beliebtheit hat. Und zwar ist das die Folge über die Polizei, die Folge 105. Was steht eigentlich bei dem kleinen Hund mit dem Donut im Hals? Anhören oder du wirst verhaftet. Ah. Ich weiß noch, dass es zwei Versionen gab. Einmal das Thumbnail mit Hund und einmal ohne. Und ich hatte dir das irgendwie bei Telegram geschickt, weil wir gerade nicht zusammen waren. Und dann habe ich halt gewartet, dass du dich zurückmeldest, aber ich hatte nur eine begrenzte Zeitspanne. Dann habe ich den Hund mit reingepackt und dann weiß ich noch, dass deine Rückmeldung irgendwie so eine Stunde später kam.
Hund, bitte raus. Jetzt ist er drin. Kannst du mir gut vorstellen, ja. Das war keine Konsensentscheidung. So war ich es auch ein bisschen, aber ja. Weiß nicht. Ich glaube, Möpse nennt man die Hunde, ne? Sieht ja ganz süß aus. Ja, Polizeifolge ist für, also ich weiß nicht warum, aber für mich ist die Polizeifolge, wie gesagt, in so einem Gedankenkosmos mit der Folge über Grenzen, weil ich ähnlich dann bei dieser historischen Aufbereitung von den Sachen reingegangen bin und ähnliche, also immer mal wieder so Querverweise irgendwie für mich in der Arbeit zu den Folgen kamen, irgendwie von Papern, die ich dazu gelesen habe und Artikeln und kleinen geschichtlichen Zusammenfassungen und so. Und ist ja auch irgendwo logisch, dass es ein Thema ist, was ein bisschen zusammenhängt. Und ja, fand ich sowohl historisch als auch in der modernen Analyse einige wirklich sehr spannende Aspekte drin. Und wie gesagt, für mich eigentlich so auf einem Niveau mit der Folge über Grenzen. Wie war es bei dir? Nee, das sehe ich ähnlich. Also auch eine Folge, die wirklich so eine Grundlagenfolge zu diesem Thema auch ist, ne? Was ja auch so ein bisschen unser Ansatz ist, dass wir es immer wieder schaffen zu Themen, die auch vielleicht, ja, auch teilweise wie jetzt Grenzen oder Polizei, die ja auch recht stark diskutiert sind in der Linken oder eine große Rolle spielen, dass man dazu dann nochmal was rausgibt, wo man einfach sagen kann, hier, wenn du nochmal intensiver einfach hören möchtest, Geschichte, grundsätzliche Positionen zu Institutionen und so, dann hör doch mal einfach da rein. Und ich glaube, das ist sowohl beim Thema Grenzen als auch bei der Polizei gut gelungen und halt auch bei beiden Themen eben auch etwas, wo man dann halt, wo wir auch ja bestimmte Punkte vertreten haben, die nochmal eine neue Sichtweise in das Thema reinbringen. Das finde ich halt mir auch immer wichtig, dass wenn man über so Grundlagen spricht, dass man halt nicht einfach nur das komplett erzählt, was jetzt alle in der Linken erzählen, sondern dass man dann auch nochmal so ein, ja, so ein bisschen neue Gedanken, neuen Schwung in das Thema bringt. Das ist, denke ich, auch gut gelungen. Also Ja. ihr seht das ähnlich. Ich denke, Banger ist eine berechtigte Kategorie für diese Folge. Ja, als nächstes kommt eine nächste Gastfolge. Und zwar mit Renate Dillmann über den chinesischen Imperialismus, Folge 108. Die war so im Herbst diesen Jahres, ne? Und fand ich selber nochmal eine recht spannende Folge, weil wir ja unsere Imperialismusreihe damit fortgesetzt hatten. Wir hatten ja zu Genau. russischem Imperialismus das Jahr vorher und zu NATO-Imperialismus auch das Jahr vorher. Wo ich jetzt tatsächlich im Nachhinein nochmal, weil ich das teilweise immer so ein bisschen falsch finde über NATO-Imperialismus zu sprechen, wenn man dann europäischen oder EU-Imperialismus und US-amerikanischen so zusammenwürfelt und dabei außer Acht lässt, dass es da dann irgendwie mehr um Sicherheitsfragen geht. Aber nichtsdestotrotz schön, die Reihe dann nochmal fortgesetzt zu haben und mit Renate ja auch eigentlich so die, gerade die Koryphäe auf dem, bei dem Thema China. Wie gesagt, auch eine recht spannend, sowohl historisch als sich auch aktuell damit auseinanderzusetzen. Aber auch eine Folge, wo wir selber gemerkt haben, in der gerade so in der Darstellung von dem Ganzen und in der Art und Weise, wie wir dann drüber gesprochen haben und in der Diskussion, dass wir da auch nicht immer hundertprozentig d'accord waren oder dann auch mal einfach Punkte noch lieber viel länger mit Renate ausdiskutiert hätten, weil die dann, glaube ich, auch gerade zum Ende von der Folge teilweise auch ein bisschen verkürzt drüber gekommen sind. Aber wir waren ja, glaube ich, auch mit der Folge dann schon bei fast 2 Stunden und ich glaube, da hatten wir uns auch noch nicht so genau drauf geeinigt, wie lange jetzt die Folge immer so werden sollten. Da hat das nicht so gut geklappt. Ja. Ja, ich erinnere mich auch, also nee, Günther, ich stimme mich mit dir darüber ein, aber das war so einer der Reibungspunkte bei den Folgen.
dieses Jahr, dass es wirklich auch für mich schwer war zu akzeptieren, dass wir auch unsere Gedanken und unsere Punkte und auch Kritiken vielleicht auch teilweise an dem, was Renate gesagt hat, dass man mit dem allermeisten auch übereingestimmt hat, aber auch so gewisse Nuancen dann natürlich nicht besprechen konnte, richtig, und unsere Punkte sehr, sehr kurz in der Folge kamen. Und das ist natürlich immer so bei Gastfolgen, weil außer jetzt bei sowas wie die Diskussion mit der letzten Generation, wo es ja bewusst als Format so ein Diskussionsformat ist, aber wenn das Ganze nicht der Fall ist, ja, dann ist es wirklich sehr schwierig. Und wenn man dann halt einen Gast hat, der ja auch sehr wortgewandt ist, der sehr wortstark ist und bei dem Thema, wie du es auch richtig sagst, halt eine absolute Koryphäe ist, ja, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig, da das ausgewogen zu halten. Und das ist uns, denke ich, in der Folge auch nicht gelungen. Das ist so meine Primärkritik an der Folge eigentlich. Ja. Ja, ihr schreibt, also In Space und Sadi haben halt tatsächlich beide die Folge auf Lücke gepackt. Euch hat die Folge ja nicht so gut gefallen oder ihr findet das so ein bisschen wechselhaft. Ist auch eine kontroverse Folge gewesen, auch innerhalb der Community. Und das, denke ich, ist auch logisch bei der Sache. Aber ich glaube, ich würde nicht mitgehen auf Lücke. Tut der Folge dann auch Unrecht, so weit würde ich nicht gehen. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich glaube, für mich wäre es auch auf solide ähnlich wie mit Steiger, wo dann auch eine Gastfolge, die aufgrund von ganz anderen Sachen nicht so hundertprozentig gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ja, würde ich immer noch den packen, weil ich glaube, ich schätze sehr, sehr viel von dem, was Renate inhaltlich macht, immer noch. Und ja, ich fand es auch einfach trotzdem noch eine gute Folge. Ja, deswegen, da müssen wir dann eurem Willen auch entgegenstehen, euch beiden, und packen es dann auf solide ein bisschen höher, als ihr es sagen würdet. Jo, dann kommen wir zur nächsten Folge, und zwar die über den deutschen Nationalismus, Folge 109, also wieder eine Folge, die wir zu zweit gestaltet haben. Und die ist mir auch eine sehr wichtige Folge gewesen, weil einfach in diesem ganzen Themenkomplex deutscher Nationalismus gerade sehr, sehr viel drinsteckt, was halt für unsere aktuelle Analyse, für die Auseinandersetzung und unsere Weltsicht, was wir für Zustände in Deutschland haben, absolut zentral ist. Und von daher war das halt total wichtig, dazu diese Folge zu machen und ja. Kann ich auch ehrlich gesagt bei der Folge jetzt gar nicht so mega viel zu sagen, weil das ist für mich wieder, also tatsächlich auch so eine Folge, die würde ich vielleicht noch bei Über Grenzen und über die Polizei so ein bisschen anschließen. Habe ich irgendwie so den ähnlichen Vibe einfach zu. Auch eine ziemliche Grundlagenfolge. Auch mal ganz spannend, da hatten wir ja den Geschichtspart aufgelockert. Ich glaube, da haben wir nicht die Geschichte des deutschen Nationalismus genommen, sondern da haben wir uns die Ursprungsmythen angeguckt, worauf der sich bezieht. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz spaßige Angelegenheit. Ich erinnere mich auch noch, Sadi, dass du ein paar Kritikpunkte hattest. Aber ich kann dir auch nicht mehr rekonstruieren, was es war. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, es gab eine starke Kritik daran, dass wir eben uns also zu stark den Liberalen, vor allem in seiner linksliberalen Spielart, den deutschen Nationalismus als eben die dominante moderne Form ausmachen. Da gab es recht viel Kritik. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich beispielsweise auf der Reinoldikirche in Dortmund war und die Ankündigung dafür aufgenommen habe. Und das hatte gerade so perfekt gepasst, weil im Hintergrund am U war ja das, glaube ich, eine Europafahne und eine Progress Pride Queerfahne dann irgendwie da rumliefen oder so. Und dann habe ich ja auch irgendwie so die Ankündigung gemacht und so gesagt, ja, warum gibt es eigentlich an deutschen Gebäuden nur noch Staatsfahnen anderer
Staaten oder Queer und Europa fahren und warum ist das trotzdem die Identifikation für den neuen deutschen Nationalismus? Und da ist auch so ein älteres Pärchen an mir vorbeigegangen und meinte irgendwie auch so, ach, Nazi-Scheiß. Oder irgendwie so. Scheiße redet der. Ja, da merkt man halt, wie, ne, das ist einfach so aufgeladen, dieses Thema. Und von daher ist es so wichtig mir gewesen, auch nochmal wichtiger als andere Themen, als jetzt zum Beispiel über die Polizei oder so, weil da ist es eh so ein bisschen klar oder bestimmte Standpunkte muss man halt nicht so großes diskutieren innerhalb der Linken oder verteidigen. Aber das ist bei dem Thema halt schon so und deswegen fand ich es nochmal herausragend wichtig und ich würde das dann gerne auch auf die zwei packen. Ja. Zu den anderen beiden. Da passt es hin. Habt ihr ja auch, so wie ich das lese, was ihr da geschrieben habt, auch so eingeordnet. Gut. Die nächste Folge ist wieder eine, die wir selbst gestellt haben, die 110 zu True Crime, Geschichte und Kritik. Und das vielleicht auch, ja, ist ja so die eine von, ne, sogar drei also Kulturfolgen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Das gucke ich gerade. Und Ah ja. also True Crime, Deutschrap und deutscher Film. Und ich finde von den dreien auf jeden Fall mit so die besonderste, weil das, ja, ich weiß nicht, halt, ich habe das noch nie irgendwie mitbekommen, dass so groß Linke da was zu gemacht haben zu dem Thema. Ja, In dem Fall. also ich kann auch sagen, ich habe, glaube ich, tatsächlich, das klingt jetzt komisch bei den anderen Themen, aber ich glaube, ich habe fast die meiste Recherche in diese Folge reingesteckt. Und Oder das erste, Apokalypse war, glaube ich, auch krass. ja, aber Apokalypse basiert ja auch, oder da kommen wir gleich noch zu, basiert ja auch auf einem Uniseminar, was ich hatte. Genau, und das erste, was ich ja eigentlich mal mache, ist, ich schaue, was es bislang für Podcast-Produktionen zu dem Thema gibt. Und vor allem, ob es schon irgendwie eine linke Perspektive darauf gibt. Und ich habe selbst im englischsprachigen Raum, also super wenig, einfach allgemein aus so einer kritischen Perspektive und so einer Betrachtung von True Crime an sich gefunden. Im Gegensatz dazu, wie riesig der Kosmos ist, was wir inzwischen an Medienproduktion zum Thema haben. Weswegen wir ja auch gesagt haben, ey komm, wir widmen uns dem jetzt. Und für mich auch eine sehr spaßige Folge, auch wie wir beide das zusammen, weiß ich noch, wie wir darüber auch gequatscht haben, einfach auch die Dynamik und ja, deswegen wäre das für mich auch in dem Fall jetzt was verdient Einzigartiges. Ja, ihr seid so ein bisschen, so ein bisschen hin, also zwei von euch konnten jetzt nicht so viel damit anfangen. Kann ich auch verstehen, ne? Ja. Das ist ja auch spannend wieder. Das ist ja bei diesen Kulturthemen oft so. Weil natürlich, wenn man sich nicht mit True Crime auseinandersetzt, gar nichts damit zu tun hat, dann kann ich halt voll verstehen, dass, wenn man jetzt den Geschichtspart von True Crime sich anhört, dann sich vielleicht auch denkt, ja, worüber reden die, ne? Oder wenn man nicht Deutschrap hört, sondern halt nur irgendwie Metal oder so und halt ihr sagt, ja, scheiß auf Deutschrap, so, das ist eh nicht meine Kultur Kommt oder irgendwie was so ein weiß bisschen Name-Dropping oder so. ich. Ja, ne? Und das ist, ich glaube, für Leute, die sich dann damit selbst auseinandersetzen, ist es sehr interessant, aber das kann ich dann schon verstehen. Aber ja, sonst alle anderen haben halt eben auch gesagt, dass es entweder ja, im Bereich Banger oder einzigartig ist. Und ich würde dann so auch dazu tendieren, es zu einzigartig zu packen, auf der Grundlage von dem Gesagten. Okay, als nächstes kommt wieder eine Gastfolge, und zwar die Folge 111, Lehren des jugoslawischen Sozialismus mit Frederik Fuß. Die Folge, die ich glaube, mit so am, also die hatte jetzt keine großen technischen Probleme, aber so leichte technischen Probleme. Und die hat auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall für auch einiges an Begeisterung gesorgt, dass wir uns überhaupt erstmal dem Thema angenommen haben, ne? Also wieder ja auch ein Thema, was eine sehr geringe Behandlung erfährt und ja.
Ja, auch eine Folge, weiß ich noch, wo ich sehr viel Spaß in der Aufnahme mit Frederik hatte, weil auch einfach nochmal neue Sachen für mich selber dazu kamen, so ganz viele Feinheiten, die ich zu dem Thema nicht kannte, weil ich auch in Bochum mit sehr vielen Jugoslawen aufgewachsen bin, vor allem im Kroaten und Bosniaken. Und da war immer in den Familien und bei denen natürlich jetzt die aktuelle Situation oder halt der Krieg oder Kriege großes Thema. Und ich habe mich dann irgendwann auch mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, als ich dann auch selber da unterwegs war mit dem Sozialismus. Aber ganz viele Sachen davon wusste ich einfach nicht und oder kannte ich nicht so gut. Und vor allem auch, als wir dann noch tiefer in tatsächlich politisches System, Ökonomie des Sozialismus reingegangen sind, da war es für mich selber auch einfach eine sehr lehrreiche Geschichte. Und ich finde, Frederik hat auch super einen Abriss eben über diese Geschichte gegeben. Und ich glaube, es ist auch sehr gut verständlich geworden, wie eben aus dem Zweiten Weltkrieg dieses System entstehen konnte, was die Grundideen waren, was die Widersprüche waren, was die sozialen Kämpfe waren und wie das dann auch eben aus sich selber heraus in dieser Auflösungsperiode zu den Kriegen gelangt ist. Ja, ihr seid ja auch sehr große Freunde dieser Folge im Chat gerade. aber ich verstehe auch, was In Space sagt, dass teilweise irgendwie ein wenig der rote Faden gefehlt hat. Auf jeden Fall eine gute Erinnerungsgabe an der Stelle, weil ich glaube, das war auch so jetzt nicht so extrem in der Folge, also dass man jetzt gar nicht mehr wusste, wo oben und unten Echt? ist, aber so ganz leicht halt, dass wir halt so manchmal so ein bisschen mit den Ebenen durcheinander gekommen sind. Das finde ich ganz spannend, dass das bei euch so, also vielleicht ist auch meine Erinnerung da getrübt und ich lobpudel die Folge jetzt so ein bisschen, aber bei mir war das tatsächlich, dass ich das schön, also dass ich das so in Erinnerung habe, dass es so gut war, dass man eben von Anfang bis Ende eben so eine gute Erklärung von der Sache hatte, aber vielleicht ist das ja tatsächlich, dass ich jetzt zu sehr im Modus bin und hier all die Waren, die wir preisgeben, hier anpreisen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich auf Überfolge passt. Ich glaube, ich würde es auch ein bisschen ja Jetzt bin ich auf eher jeden Fall verunsichert. ich würde es eher nach Banger packen. Damit bin ich auch vollkommen okay. Und dann habe ich noch mit reingepackt als einzige nicht normale Folge die sozialistische Spukgeschichten Folge 666. Ist ja so gesehen eine reguläre Folge. Müssen wir nur darauf achten, wenn wir dann bei 665 und 67 sind. Ja. Ja, was sagst du dazu, mein Lieber? Ich fand es schön, dass es in der Form jetzt mit dem Halloween-Special geklappt hat. Hat mir persönlich auch nochmal deutlich besser gefallen als das, was wir mit dem Stream gemacht hatten. Auch wenn das auch Spaß gemacht hat, wo wir uns so Videos und so angeschaut haben mit linken Cringe. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir sehr viel zu der Zeit mit linken Cringe reacten mussten für euch, weil ja, wir einfach jeden Schund immer zugesendet bekommen haben und dann hieß es, ey, guck mal, da wurde eine neue linken Doku gemacht oder da ist irgendwas Peinliches passiert, reagiert doch mal da drauf oder guckt euch das an. Ist, glaube ich, auch wenn man in unserer Position ist, dann muss man das irgendwie machen, wenn man nicht Szene ist, wie es immer so schön heißt. Und da hat mir das jetzt ehrlich gesagt mehr Freude bereitet, weil wir beide da nochmal so ein, also erst zwei für politische Strömungen recht spannende historische Episoden aufarbeiten durften. Und ja. Ich fand's Ja, nett. Sadi, ich habe mein Mikro ein bisschen näher an meinem Mund gemacht. Ich hoffe, das reicht aus, weil das aktuelle Setup gibt es leider nicht her, dass ich einfach so das lauter stellen kann gerade. Sorry dafür. Okay, ihr schreibt sehr unterhaltsam, mal was Neues.
und seid sehr Richtung Banger. Ich finde auch noch interessant zu der Folge zu erzählen vom Erarbeitungsprozess. Ich glaube, das hatten wir auch schon so ein bisschen erwähnt. Ja, dass wir halt beide, ne, diese, oder das haben wir auch in der Folge gesagt, aber dass du eine Spukgeschichte gemacht hast, ich eine Spukgeschichte erarbeitet habe, und das war dann irgendwie auch so eine interessante Art und Weise. Also das, finde ich, haben wir auch dieses Jahr wieder, haben wir uns wieder so ein paar Experimente erlaubt, so ein paar interessante Dinge gemacht, die uns auch selber Freude machen, und da so ein bisschen Variation reingebracht. Und das war bei der Spukgeschichte halt auch der Fall. Und das muss ich nochmal sagen, war, glaube ich, auch das Intro, was mir beim Schreiben am meisten Freude bereitet hat, wo ich mich Ja, super. selber auch sehr in diesen Gruselmodus versucht habe reinzuversetzen, und hatte ich ja auch sehr liebe Worte von einigen von euch danach dafür bekommen. Und wenn ihr das auch alle so seht mit dem Banger, dann machen wir das auch, würde ich sagen. Die Gruselgeschichten. Okay. Dann die nächste Folge, Solo-Folge von uns, und zwar die erste dieses Jahr. Ah. Über parasoziale Beziehungen, Folge 92, die liegt jetzt schon lange zurück. Boah. Ist auch schwierig, das jetzt zu werten. Das ist auf jeden Fall auch, das habe ich sehr wild in Erinnerung, weil das war ja auch die erste Folge, die wir so gesehen dann nicht nur in dem neuen Rhythmus, sondern auch in der neuen Form gemacht haben. Also sowohl von Länge als auch von dem Aufwand, der da reingesteckt wurde. Und deswegen habe ich es auf jeden Fall noch als ziemlich, also noch recht krass in Erinnerung, weil ich weiß noch, dass ich mich, das war dann das letzte Weihnachten, sehr intensiv mit dem Thema dann auch hier auseinandergesetzt hatte, um die Folge vorzubereiten, und viel dazu gelesen oder geschaut habe. Und ich fand das einfach ein sehr, sehr spannendes Thema, was, glaube ich, im US-amerikanischen oder im englischsprachigen Diskurs ja noch einen größeren Raum einnimmt, aber im Deutschen dann auch erst tatsächlich das Jahr über so kam. Ich glaube jetzt nicht, dass wir das losgetreten haben, aber wir haben das ja eher so in dem Zuge davon gemacht, weil es dann mit dem Drachenlord und so auch viele Diskussionen um das Thema gab. Gleichzeitig ist das aber auch eine Folge, die ich als ziemlich chaotisch in Erinnerung hatte. Es war echt viel drin. Aber es war dann teilweise auch ein bisschen zu viel drin, gerade auch in dem Geschichtspart und so. Ich glaube, der ist dann auch total ausgeschweift. Ich weiß nicht, wenn ich es heute sehen würde mit unserer neuen Länge, ob ich es vielleicht dann immer noch so sehen würde, aber ich hatte es damals auf jeden Fall recht chaotisch auch noch in Erinnerung. Und da ist das bei mir auch so auf der einen Seite recht cool, auch inhaltlich das mal aus einer anarchistischen Perspektive zu behandeln. Und ich glaube, wir haben auch einige gute Punkte dazu gemacht, auch gut zusammengefasst, auf der anderen auch teilweise sehr chaotisch und sehr viel. Ja, dazu passt auch, dass Sadi die Folge, Zitat, nicht verstanden hat. aber Spaß beiseite, ist tatsächlich, was ich auch nochmal gut in der Nachsicht jetzt auf die Folge fand, dass wir auch unser Verhältnis zu diesem Thema behandelt haben und behandeln konnten. Also klar haben wir natürlich immer mal wieder gemacht, dass man darüber mal spricht, über dieses Verhältnis, was man jetzt als Influencer und bla 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 Streamer und so hat. Aber da nochmal das so ein bisschen breiter aufzumachen. Das fand ich sehr gut an der Folge, aber ich schließe mich dir da auch an. So eine gewisse Diversität, so eine gewisse Diffusität. Ja, Diffusität, sagt man das Dankeschön. so? Das sagt man, glaube ich, so, ja. War da drin. Gringo sieht das auch ähnlich mit dem Chaotischen in der Erinnerung. Und vielleicht ist das dann halt mal eine Folge, die man auf Lücke setzen kann, weil es uns da trotz vieler spannender Gedanken nicht gelungen ist, daraus was wirklich sehr Stabiles zu machen. Ja, das würde ich, glaube ich, auch so sehen. Wobei auf Lücke wäre, glaube ich, das falsche Stichwort da. Ich glaube, wir haben die Lücken einfach zu sehr mit allem Möglichen gefüllt. Ja gut, aber es geht ja Ja. eher um die List. Okay. Dann kommen wir zu der nächsten Gastfolge, und zwar ist das Nicaragua von der Revolution zur Diktatur, die Folge 93.
Das ist die zweite Folge, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir die zusammen mit dem Leo gemacht, der ja auch nochmal jetzt im Übertage Allstars dabei war. Und das war eine sehr schöne Folge für uns, weil sie auch wiederum mit einem sehr schönen Ausflug verbunden war. Generell finde ich, kann man das auch nochmal sagen, dass das halt so eine total schöne Angelegenheit ist, dass von dem Projekt, was ich auch gerne an dem Projekt mag, dass wir immer mal wieder dann so coole Ausflüge haben, coole Erlebnisse haben, entweder mit Gästen oder in der Vorbereitung oder wenn wir dann halt eine Ankündigung machen oder so. Und dann stehen halt total viele Dinge, die halt sonst nie entstanden wären und die einfach einzigartig sind. Und ich glaube, das habe ich bei dem Ausflug sehr, sehr stark so empfunden zu Leo. Das war einfach also wir haben ihn halt davor nie getroffen. Wir kannten ihn nicht, haben ihn halt nur empfohlen bekommen von einem anderen Genossen. Und sind dann einfach zu ihm zur Wohnung gefahren und haben dann halt mit ihm so den Abend verbracht und die Folge aufgenommen und haben uns super aufgenommen gefühlt und hatten halt einfach einen total schönen Tag mit ihm und einen schönen Abend und das, ja, war total super. Ich finde auch, vielleicht ergänzend dazu und vielleicht auch so ein bisschen, warum das für mich auch so eine Überfolge war, neben dem, wie du es schon gesagt hast, was wirklich sehr, sehr schön war. Die Möglichkeit halt in so eine Folge gegossen, einfach, oder auch die Möglichkeit, jemandem zu geben, wo sonst viel von der Arbeit halt einfach so ein bisschen verloren geht und von wem der eigentlich ein absoluter Experte auf dem Gebiet ist und der auch so, ja, einen super spannenden Lebensweg, sowohl persönlich als auch politisch, dann hat. Die Möglichkeit, das eben in einer Folge dann so durchzuerzählen, mit eben diesem ganzen, mit einer historischen Analyse eigentlich von dem, was in diesem Land abgeht und sowohl am Ende so ein Porträt von so einem Weg von so einer Person zu haben, als auch gleichzeitig von eben einem Staat oder einer bestimmten Thematik und ja, für mich auf jeden Fall eins der absoluten Highlights dieses Jahres. Es gibt natürlich hier und da irgendwie, wenn ich jetzt zurückdenke, auch Sachen, wo ich mich frage, kann ich jetzt 100% irgendwie da mitgehen oder würde ich das auch so sehen? Habe ich jetzt überhaupt die Möglichkeit? Wie ich glaube auch am Ende, wenn es so um die Einschätzung dann von dem modernen Nicaragua, gerade auch mit den Außenbeziehungen von dem Ganzen geht und auch was irgendwie die Einmischung von den Mächten angeht und da frage ich mich dann, sind bei manchen Sachen vielleicht auch, ist auch da so ein bisschen persönliche Befangenheit bei. Aber sonst, wie gesagt, trotzdem noch ein absolutes Highlight für mich dieses Jahr. Ja, deswegen schwanke ich auch so ein bisschen von Überfolge und Banger, weil ich auch das so teile. Es gab auch so ein paar Längen gegen Ende, wo ich sagen würde, dass ich Stimmt, sowohl stimmt. einzelne Einschätzungen nicht geteilt habe, aber auch in der Auserzählung, sage ich mal, von so den aktuellen Repressionszuständen und so. Da gab es halt für mich auch ein paar Längen. Deswegen würde ich, ja, so leicht zu Banger eher tendieren, aber schwer zu sagen. Ja, boah. Finde ich schwierig. Der Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Doodle und Sadi sind eher bei Überfolge, dann machen wir es nach ganz Komm, oben. ja, sehr schön. So, jetzt habe ich zweimal das gleiche Bild drin, das müsst ihr mir verzeihen. Ich krieg's auch nicht mehr raus jetzt. Und zwar die nächste Folge, wieder eine Folge, die wir alleine gestaltet haben, und zwar Körper im Kapitalismus, Folge 94, also auch eine sehr frühe Folge dieses Jahr. Ich weiß noch, das war auf jeden Fall eine, die recht gut oder die ziemlich gut geklickt wurde und wo wir auch viel positive Rückmeldungen bekommen haben, wo glaube ich auch damals die Ankündigung sehr gut lief und das war auch die erste Ankündigung, die wir in dem neuen Format gemacht haben, nämlich mit dem, wir stehen irgendwo und wir erzählen irgendwas. Und ich kann gar nicht mehr so tief jetzt in alles gehen, was in der Folge besprochen wurde, aber ich fand es auf jeden Fall ganz witzig, an der Vorbereitung den Körper halt in diesen
in diese unterschiedlichen Nutzen, die er ökonomisch hatte, dann aufzuteilen und das daraus dann zu erklären. Ich glaube, das waren so Körper als Teil des Arbeitsprozesses, der Körper als Konsument, ich weiß gar nicht mehr, der zerstörte Körper und ich glaube, zum Ende hin haben wir dann auch noch, ist glaube ich immer noch mein Lieblings-Soundeffekt, der mit eingebaut wurde. Das war dann mit den Geschichten aus der Gruft. Genau. Geschichten aus der Gruft. Wo ich noch diesen Archäologie-Fakt dann oder diese kleine Geschichte erzählen konnte mit den ägyptischen Mumien, die damals im Kolonialismus als Brennmaterial von den Archäologen verwendet wurde. Also, ja, einfach eine Folge, die ich als sehr gut in Erinnerung habe. Aber auch eine Folge, wo wir ein bisschen Kritik bekommen haben. Ich kann mich nur noch in Teilen an die Kritik erinnern. Aber es ist, ja, ist ja auch ein feministisches Thema, wo wir das natürlich auch probiert haben mit zu verhandeln und wo uns das, glaube ich, speziell in dem Bereich auch nur teilweise gelungen ist. Stimmt, ja. Aber es fällt mir jetzt auch schwer, das zu rekonstruieren. Es ist halt auch fast ein Jahr her, ne? Deswegen, ich glaube. Auch weil so in den Nachrichten mein Eindruck ist, dass wir dort unser Neujahrskonzept noch nicht hundertprozentig umgesetzt haben, war das, glaube ich, schon ein Thema, was an sich eine wirklich solide Grundlagenfolge ist, zu diesem Thema, aber eine, wo man halt noch was rausholen kann und wo ich eher zu solide tendieren würde. Es ist auf jeden Fall noch nicht auf der Höhe von, gerade auch natürlich nochmal mit der historischen Betrachtung, nicht auf dem Niveau jetzt von den letzten Folgen. Das stimmt. Ja, würde ich auch Ja, mitgehen. deswegen, hier haben wir einmal solide, einmal Banger, dann bleiben wir dann bei solide, oder? Ja. Gut. Ja, als nächstes kommt dann über die Eroberung des Brotes, Folge 96, was auch eine Gastfolge war, und zwar mit zwei Gästen. Glaube ich, das einzigste Mal dieses Jahr, dass wir zwei Gäste gleichzeitig hatten. Und ja, so ein bisschen eine Irreführung vom Thema. Da haben wir ja irgendwie gesagt, dass es vielleicht gut ankommt, wenn man dann auch mit dem Thumbnail hier mit dem Prinzen drauf oder die Leute denken, ja, wir reden irgendwie über das Brotbuch und dann auf einmal geht es doch um das Bäckereihandwerk. Ja, eine sehr wilde Folge, für mich auch so ein Ja. bisschen ähnlich diffus wie die zu parasozialen Beziehungen. Auf jeden Fall selber von der Einzigartigkeit des Themas für mich so ein bisschen wie mit True Crime dieses Jahr, das ist einfach und vielleicht noch die Apokalypse einfach was sehr Wildes ist, das Thema mal anarchistisch zu behandeln, vor allem in der Tiefe. Ein Thema, was uns ja auch selber viel beschäftigt hat, weil wir beide sehr, sehr viel von der deutschen Brot- und Bäckereikultur halten und da auch gerne mal in so konservative Rants verfallen, wenn es dann um das Schließen der einzelnen Handwerksbäckereien geht und den Verfall eben dieser Kultur. Und deswegen war es ja uns ja auch so eine kleine Herzensangelegenheit. In der Folge selber ist es dann aber auch so gewesen, dass es einfach auf daher, dass es ja auch zwei sehr unterschiedliche Personen waren, die wir da hatten. Einmal eine, die sehr viel akademisches Wissen auch darüber hatte, selber aus einer Familientradition mit der Bäckerei kam und noch einem Genossen, der seine Expertise aus der Kollektivbäckerei gegeben hat, dass das auch zwei Leute waren, die jetzt nicht darin eingespielt waren, in so einer Folge eigentlich zu sprechen, das noch nie gemacht haben und auch einfach, glaube ich, vorher nicht genau wussten, wie die Dynamik mit uns Vieren dann in der Folge wurde. Und ich glaube, teilweise war es dann auch wirklich so, dass es sehr viel Chaos, sowohl bei der Ankündigung schon, als auch in der Folge selber dann gab und es auch immer wieder Längen gab und ja, man, glaube ich, auch einiges aus der Folge hätte noch mal kürzen können und ja, deswegen habe ich die als wirklich sehr wild in Erinnerung, aber man hat auf jeden Fall auch gemerkt, beide waren sehr froh darüber, dass sie mal endlich aus einer linken Perspektive über das Thema, was
ihnen so am Herzen liegt, dann sprechen konnten. Ja, ne, es ist eine wirklich für mich eine ganz klare einzigartige Folge. Die Ja. Tendenz ist auch im Chat da, weil es einfach wieder ein Thema behandelt, was niemand behandelt aus der linken Perspektive. Es ist einfach so. Das behandelt niemand. Und das war, genau wie du sagst, es war total wild. Auf jeder Ebene. Auch irgendwie spaßig. Es war auch anstrengend. Also es war so, also von der Aufnahme her. Weil es halt, ne, wenn du mit 4 Leuten aufnimmst, dann ist es, wenn das halt wirklich nicht perfekt harmoniert, dann ist es halt, und es hat jetzt nicht schlecht harmoniert oder so, aber wenn es einfach so ein bisschen drunter und drüber geht, dann ist es einfach nicht so. Ja. Ja. Da Ich bin ich pack's auf mal jeden nach Fall auch dabei. einzigartig. Nebenbei, Leute, ich, nur dass ihr Bescheid wisst, ich mache diesen Kofi-Bot im Chat mal ein bisschen runter. Der wurde wieder irgendwie so neu reingestellt, jetzt kommt da ständig Zeug. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr da mit weniger zukünftig terrorisiert werdet. Aber ja, haben wir schon 3 einzigartige Folgen. Ich glaube, es kommt vielleicht noch ein, zwei dazu, denke ich mir. Okay, Volk und Demografie, Folge 97. Sicherlich eine der Folgen, die so am breitesten diskutiert wurden. Dieses Jahr von den Folgen, die wir gemacht haben. Allein schon deswegen, weil ja unsere Genossen von 99 zu 1, du atmest übrigens sehr stark ins Mikro. Ich weiß nicht, wie stark ihr das hört, aber ich höre es recht stark. Ja, ich glaube, da kann ich gerade auch nichts dran ändern. Ich kann das hier nicht umstellen. Gut. Jedenfalls, ja, die haben ja noch eine Reaction dann quasi darauf gemacht und wir haben dann wieder eine Reaction auf ihre Reaktion gemacht, weil wir auch vieles, was Nadim gesagt hat, als Kritik dann auch nicht geteilt haben. Also so Hälfte, Hälfte, einiges fanden wir gut, anderes fanden wir eher schlecht oder ablehnenswert. Ja, und allein deswegen war das tatsächlich mit einer der häufigst diskutiertesten Folgen dieses Jahr. Ja, fand ich ehrlich Und eine, gesagt auch ein die ich wirklich gut fand, auch. bisschen schade, weil das der Folge nicht ganz gerecht wird, weil ich finde jetzt auch diese ganze Diskussion um den Volksbegriff ganz nett, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht, dass da, also es ist jetzt irgendwie nicht die spannendste Diskussion und ich glaube, der Demografie-Part ist da ein bisschen kurz gekommen, weil da eigentlich viel spannendere Sachen drin waren. Aber Linke reden halt gerne über solche Begrifflichkeiten und dementsprechend war ich auch okay damit, dass dadurch die Folge dann mehr geklickt wird und ja, auf jeden Fall auch eine Folge, die ich als sehr gut in Erinnerung habe, was jetzt unsere Grundlagenfolgen angeht. Ja, absolut. Finde es auch schön zu sehen, dass wir halt dieses Jahr so diese ganzen Grundlagenbereiche nochmal so aufgefrischt haben und erweitert haben. Und Ja. da auch, wie ich finde, ja, wirklich eigentlich fast ausnahmslos totale Dinger, wo man einfach hinterstehen kann und wo man halt unserem Anspruch nachher auch sagen kann, ey, ne, wenn dich das Thema interessiert, dann kann man da gut so eine Grundlage für bieten. Für mich ein Banger. Ja, ich finde, die passt auch sehr gut zu Grenzen, Polizei. Sadi und Gringo sehen das ähnlich. Dann machen wir es hoch. Jetzt wieder eine Gastfolge und zwar Geschichte des Anarchismus in Dortmund mit Andreas Müller. Die Folge 98 war das. Die einzigste richtige Lokalfolge. Ne? Also wir haben zwar auch immer wieder ja, zum Beispiel über revolutionäre Nachbarschaftsarbeit oder so oder in Demonstrationen, die Demonstrationen auch mal immer wieder lokal gesprochen, aber das war so die dezidierteste Lokalgeschichtenfolge. Ja, also auch wieder eine Folge, die, glaube ich, dadurch positiv bei uns in Erinnerung bleiben wird, dass wir das noch mit einem netten Ausflug verbinden konnten. War auch eine Folge, die ich natürlich selber nochmal spannend fand, auch wenn man vieles irgendwie selber schon kannte. Aber ich finde, Andreas, der macht das auch einfach sehr gut. Kann einfach sehr schön Geschichten erzählen. Ja, einfach so eine schöne Folge.
Schöne Folge. War jetzt auch gar nicht zu viel Vereinsmeierei mit dabei. Manchmal haben ja Ja, das war so ein bisschen, ja. Lokalhistoriker so einen Hang dazu. Ich fand, das hat sich da eigentlich sogar noch ganz gut in Grenzen gehalten. Man muss dann immer noch mal sagen, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Umstände um das Ganze sprechen. Es ist die einzige Folge, wie ich gerade sehe, die Anarchismus im Titel hat. Wow. Dieses Jahr von den normalen Folgen. Finde ich eigentlich immer adelt ein anarchistisches Medienprojekt, wenn nicht überall Anarchismus und so drauf geschrieben wird, sondern an Anarchismus endlich eine normale Perspektive wird, wie man auf Sachen blickt. Ja, absolut. Finde ich auch eine Entwicklung bei uns. Und Ich Lincoln, hast du auf jeden Fall recht. Ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich schwank irgendwie gerade so ein bisschen zwischen Banger und solide. Gringo meint noch, dass es spannend wäre, sowas für verschiedene Städte zu machen. Das wäre es auf jeden Fall auch. Werden wir sicherlich auch nochmal fortsetzen in irgendeiner Form vielleicht. Ja, ich bin auch bei dir. Ich bin auch so dazwischen. Ich Ist denke ja auch eher Banger. ist immer so ein bisschen die Frage, ob man, was ich mir natürlich bei sowas denke, ob man nach Folge ankreiden kann, dass sie jetzt nicht, wie soll man das sagen, ob man nach Folge mit so einem Anspruch, so eine Lokalgeschichte darzustellen, irgendwie vorwerfen kann, dass jetzt da nicht super große neue Themen geklärt werden oder man am Ende mit einem absoluten Aha-Moment rausgeht. Aber es ist auch für uns, ne? Also das muss man halt auch immer so ein bisschen. Wir haben halt also auch mehrere Veranstaltungen mit Andreas gemacht und ich weiß nicht, ob du bei einem warst, wahrscheinlich auch bei einem Vortrag schon mal bei ihm und so. Und das ist dann Ja, auch bei vielleicht noch mehreren mal Sachen. was. Ja, weißt du. Und deswegen ist es halt noch mal für uns noch mal ein anderer Bezugspunkt. Was sagt Für denn der mich war es Chat? ja so eher Richtung Banger, eher Richtung Banger. Ja, dann. Warte mal noch ein, zwei Sekunden. Ihr könnt ja noch was reinschreiben, ob ihr eher solide oder Banger seid. Im weitesten Sinne kannst du mir ja auch eigentlich erzählen, was du willst. Einfach tun, als wäre es wahr. Okay. Eher Richtung Banger. Dann kommt es da rein. Jo, dann als nächstes die Demonstration, Folge 99. Eine sehr gut geklickte Folge, wahrscheinlich ja auch zusammen mit der Folge 100 so und die Folge über die Polizei so und so und natürlich mit Wolfgang M. Schmidt so die besten Folgen von Aufrufen her. Und denke ich, eine Folge, die ist durch jedes zweite WG-Küchenzimmer dieser Republik gegangen, egal ob man sie jetzt selbst gehört hat oder diskutiert hat. Und sie war ja auch so strategisch platziert vor dem 1. Mai nochmal, wo dann auch die Leute auch geschrieben haben, oh, jetzt müssen wir unsere ganze Orga nochmal umschmeißen nach der Folge und so. Ja, war halt ein Ja. Rant, ne? War halt ein Rant. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal, dass wir das in der Form so richtig gemacht haben, ne? Also ich weiß nur, dass wir in die Folge reingegangen sind und wir auch so ein bisschen gesagt haben, wir haben ja viel, viel in den ersten 2 Jahren über Tage in der Form gemacht, dass wir einfach so in eine Folge reingegangen sind. Irgendwas stört uns an der radikalen Linken und oder an der anarchistischen Bewegung. Machen wir doch mal eine Folge zu dem Thema und fauchen da einfach so ein bisschen grantig rum. Und da konnten wir uns noch mal einmal so richtig aufpeitschen und haben das dann in einer Folge mit natürlich ein bisschen Vorbereitung dann auch da rausgehauen. Es war halt sehr spaßig dadurch, ne? Es waren ja auch einige Sachen für uns dabei, die wir immer mal so ansprechen wollten, die wir aber noch nicht ansprechen konnten in der Form, weil die Folge dazu gefehlt hat. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, so habe ich es auch eigentlich hauptsächlich in Erinnerung. Es geht um die Folge, die Demonstration, Sadi.
Also ich denke, gerade auch wenn man sich so insgesamt die Folgen dieses Jahr anguckt, fällt sie eigentlich schon so wieder so ein bisschen raus und ist auch so eine gewisse Auflockerung. Ja. Ne, also sie ist eben nicht so, also viele der Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben, sind ja auch deutlich schwerer als die vergangenen Jahre. Jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern einfach als Feststellung. Es ist halt deutlich kurzweiliger, denke ich, diese Folge. Und sie kam sehr gut an und sie hat, denke ich, tatsächlich was bewirkt. Also es ist ja immer sehr schwer, sowas zu bemessen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Folge zum Nachdenken angeregt hat. So. Also es ist uns, glaube ich, selten so gut gelungen bei diesen Szene-Kritik-Sachen, die wir eher so auf die Livestreams ausgelagert haben jetzt, wie dort. Der Chat geht Richtung Banger. Ja, ich glaube, da würde ich sie Wäre ich auch dabei? sehen. Jo, dann kommt die einzige Folge dieses Jahr, die ich inhaltlich komplett verantwortet habe. Und zwar die Folge 101 über Hausbesetzung. Kurz vielleicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Für alle, die es nicht wissen, wir haben das ja so ein bisschen mehr aufgeteilt von der Gestaltung des Projekts, sodass dass halt Joshua meistens die inhaltliche Vorbereitung der Folgen übernimmt. Und das ist auch eine dementsprechend dann ein bisschen lockerere Folge gewesen, die so eine Mischung versucht hat aus einem, ja, so einem Überblick zu dem Thema Hausbesetzung. Also so eine Grundlagensache, aber auch so Geschichten halt mit drin hatte. Also dass ich dann halt probiert habe zu erzählen von meiner Hausbesetzungserfahrung und solchen Kisten. Ja, da muss ich mich Da natürlich war jetzt mit kein der Gast Kritik ein dabei. bisschen zurückhalten. Nee, musst du nicht. Musst du nicht. Warum? Es ist dann wie so ein zartes Pflänzchen. Gibt man nicht drauf. Nein, ist eine Folge, die ich einfach als so gut in Erinnerung hatte. Also mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht, so. Hatte auch ähnlich wie, so ein bisschen wie mit der Monarchie-Folge, so eine schöne Mischung durch eben die Geschichte, die du dann auch zum Ende noch erzählt hattest. Ja. Im Chat kann sich niemand an die Folge erinnern. Das ist mal ein gutes Zeichen. ja, ich glaube schon, dass man das hätte auch so ein bisschen breiter erzählen können. Okay, niemand kann sich erinnern an die Folge. Gibt es irgendwen, der sich an die Folge erinnern kann? Ja, aber das war doch breiter erzählt. Du hast doch auch noch hier, kann ich mich noch dran erinnern, du hast doch auch über Startbahn West erzählt und Berliner Hausbesetzerzeit. Also, Leute, kommt. Guck mal hier, alles für alle kann sich daran erinnern und fand meinen persönlichen Teil sehr spannend. Dankeschön. Ist doch gut. Insgesamt finde ich, ist das aber eine gute Mittelmaßfolge aus meiner Sicht. Sadi schreibt, ich glaube, du hast erzählt, du hast 2 Tage ein Haus besetzt. Ja gut. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, was ich beispielsweise ganz spannend fand, war auch noch, als wir den Punkt diskutiert haben, warum Hausbesetzungen jetzt nicht mehr so ein großes Ding waren und das auch so ein bisschen auf den Wohnungsmarkt und den Bevölkerungszuwachs zurückgeführt haben. Die Gentrifizierung der großen Städte und die einfach auch so wie in Berlin oder so, dass es nicht mehr so viel Leerstand gab wie gerade nach der Wendezeit und ja, dass Ja, viel von dem ich glaube Leerstand aufs auch. Land zurückgegangen ist. Also das fand ich eigentlich ganz spannende Punkte. Ja, so die strategische Ja. Diskussion war auch interessant daran. Aber solide ist, denke ich, kann man gut machen, oder? Ja. Gut. Dann die letzten 5 Folgen. Und zwar zuerst über den Great Reset, Folge 106 mit Alfred Masur. Mit ihm hatten wir auch schon die Folge zum Thema antideutsche Linke gemacht.
Unsere immer noch bestgeklickte, glaube ich. Die antideutsche Linke, ja. Ja, also ist auch eine Folge, die ich als sehr schön in Erinnerung habe, weil Alfred ja auch jemand ist, den wir beide inhaltlich sehr schätzen. Er hat ja auch vorher schon das Thema in einer zweiteiligen Broschüre bei anarchismus.de behandelt. Und ich fand es wirklich, ja, einfach ein sehr rundes Paket zu dem ganzen Thema. Ich weiß noch, es gab zum Ende hin, und das war auch, glaube ich, was, wo ich dann auch nochmal so gesagt habe, hier, man muss so ein bisschen gucken, wie auch da wieder, so ein bisschen wie mit dem chinesischen Imperialismus, wie dann das Framing am Ende war, weil es gab irgendwann auch den Punkt, wo tatsächlich dann es sich so anhörte, als wäre der Great Reset jetzt irgendwie dieses große, zusammenhängende Programm, was super viel Einfluss hat und ganz viele Weltvorgänge auch gesteuert hat, und dass man eben nicht die Macht des World Economic Forum überschätzen darf. Und ich glaube, da gab es so einen leichte Punkte, wo ich auch Kritik am Framing dann hatte, aber sonst wirklich eine sehr, sehr runde, schöne Folge. Ich finde es auch generell schön, so dieses ganze Drumherum, was auch dort passiert ist. Also Alfred hat da ja wirklich eine Menge richtig wichtige Arbeit geleistet. Wir haben ja auch die Broschüre zusammen bei anarchismus.de in der Reihe veröffentlicht und einen Artikel da auch gemacht. Und ich finde es einfach total wichtig, diese Beschäftigung mit Begrifflichkeiten des auch verschwörungstheoretischen Milieus und die Auseinandersetzung damit und auch die eigene Bedienung davon und Aneignung eine Entwicklung der eigenen Analyse darum, um auch die Leute halt auch zu erreichen und da nochmal andere Sichtweisen zu dem Thema zu bieten, wo halt alle anderen Linken und auch die bürgerliche Presse einfach nur sagen, ja, pff, ist halt irgendwie so ein komischer antisemitischer Dreck und alles wahnsinnige Irre. Und das ist uns, denke ich, natürlich in dem Rahmen der Reichweite, die wir haben, aber gut gelungen, das zu tun. Und für mich daher auch eine wichtige Folge. Und Sadi schreibt auch etwas zwischen Solide und Banger, dem würde ich mich anschließen. Und Gringo schreibt, dass er das Thema nicht genug zeitlos für einen Banger fand, aber solide sicherlich. Wie siehst du das? Ja, also ich würde es auch irgendwo dazwischen verorten. Ich persönlich wäre jetzt, glaube ich, größtenteils von einfach dem Inhaltlichen und dem Rahmen, den du ja nochmal schön angemerkt hast, eher zu Banger tendiert. Aber wie gesagt, für mich war auch eben teilweise so eine Diskrepanz irgendwie in dem Framing und in der Sichtweise von der Bedeutung von dem Ganzen. Das war einfach sowas, was bei mir so ein bisschen noch als Kritik dann nachgewirkt hat. Ich wäre tatsächlich mit beiden okay. Ich könnte mich mit beiden anfreunden. Die Tendenz im Chat geht so leicht Richtung solide, dann würde ich es auch mich dem anschließen. Und ja, ist halt so ein Zwischenfall zu solide packen. Gut, dann die nächste Folge, die wir alleine gemacht haben, über die Apokalypse, Folge 107. Eine Folge, in der du sehr, sehr viel Arbeit versenkt hast. Vielleicht hätten wir die zum Schluss behandeln müssen. Das wäre ja passend gewesen. Ja, war so ein Thema, was ich im Englischstudium gab es die Möglichkeit, Apocalypse in US Culture eben zu machen. Da hatte ich mich dann dazu entschlossen, das Seminar. Und ja, war ein Thema, was ich sehr spannend fand, weil ich, wie gesagt, einfach schon immer eine Faszination mit der Apokalypse sowohl im religiösen Kontext als auch so im kulturellen Kontext hatte, auch sehr viel postapokalyptische Medien konsumiert hatte und selber immer von dieser Idee von
Weltuntergang fasziniert war, aber gleichzeitig dann auch eben dazugelernt habe und gerade auch diese apokalyptischen Ideen in sozialistischen Strömungen auch in unseren eigenen mal zu behandeln, total spannend fand, Prepper und so noch mit reinzunehmen. Und ja, für mich war es einfach ein Thema, wo ich sehr, sehr viel Spaß hatte, das dann in einer Folge zu behandeln. Ich meine, ich habe mir auch jetzt als Weihnachts, ich habe immer so ein Buch, was ich als Weihnachtslektüre lese, habe ich mir jetzt auch nochmal aus einer linken Perspektive so mit die apokalyptische Figur schlechthin hier vorgenommen. Ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch, haben wir auch von so einem, ich glaube, katholischen Anarcho aus der Community empfohlen bekommen. Ja, deswegen eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist auch so eine, trotzdem eine Sache, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht für jeden was. Ja, Und absolut. ich glaube, gerade mit eben so Bibelbesprechungen oder so, wenn wir dann ins Buch der Offenbarung da noch reingeschaut haben in der Folge selber, da muss man dann auch Bock drauf haben, ne? Es war auch für mich, also das ist vielleicht auch nochmal interessant für euch zu wissen, dass wir über das ganze Jahr eigentlich immer in so Diskussionen waren, hinter den Kulissen, Joshua und ich, so was so Länge und Tiefe Stimmt, ja. angeht, weil natürlich einfach wirklich diese neue Struktur, die wir uns gegeben haben, auch wieder neue Tücken mit sich bringt. Weil es ist halt gar nicht so einfach, wenn man halt so gut jetzt deutlich besser vorbereitete Folgen, inhaltlich deutlich tiefere Folgen hat, das Ganze trotzdem ansprechend zu halten, auch trotzdem noch hörbar zu halten auch. Und da sind wir halt immer so ein bisschen in der Diskussion untereinander. Und ich speziell bei dem Thema weiß ich noch, dass wir da länger darüber diskutiert haben und länger darüber gesprochen haben, weil es von meinem Eindruck her teilweise ein bisschen zu weit ging. So, ne, also im Allgemeinen ist es halt großartig, die Entwicklung, die wir genommen haben, und man merkt das auch, aber manchmal kann man ja auch bei einem Thema zu verschachtelt werden, sag ich mal. Und das ist, finde ich, bei dem Thema so leicht passiert im Vergleich zu anderen Folgen dieses Jahr, die ja auch, sag ich mal, ein grobes Standard, also nicht ein Standardthema, aber so ein grobes Thema behandeln. Ich glaube, das war Es ja gibt auch für noch dich, Positionen im Chat. ja. Sag ruhig. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das für dich auch, glaube ich, teilweise ein bisschen blöd war, weil ich dann sehr tief in dem Thema drin steckte und du dann auch manchmal das Gefühl hattest, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Kann ich mich auch noch daran erinnern, Ja. dass das in der Aufnahme selber dann teilweise auch schwierig war. Ähnlich wie dann beim Thema Hausbesetzung, da hatten wir auch Diskussionen andersherum, dass ich da halt einen Ja. großen Erfahrungsschatz habe und du dann auch dachtest, okay, was soll ich jetzt sagen? Und das Ja. ist vielleicht auch nochmal als Hintergrundkulisse ganz spannend für euch, dass es dann natürlich auch immer wieder Diskussionen zwischen uns gibt. Ja, noch Position im Chat. Also Sadi schreibt, Apokalypse ist für mich Überfolge, hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, habe auch die Folge ein paar Gedanken geordnet und sehe ein paar Dinge seitdem aus einem anderen Blickwinkel. Das ist sehr schön. Gringo schreibt, Apokalypse fand ich ein super wichtiges Thema, weil viel Anarchie oft damit verbunden wird. Finde ich gar nicht so einfach zu bewerten, ehrlich gesagt. Finde ich schwierig. Was sagst du? Ja, also ja, ist natürlich immer schwer, wenn man, wenn ich jetzt so was, wie gesagt, natürlich ein Herzensthema von mir war und ich da sehr viel Arbeit reingesteckt habe, da ist man in immer einer schwierigen Position irgendwie so, wenn man jetzt sein eigenes Werk dann da bewerten soll. Ich mach's Ja, mir, machen glaube wir ich, eh die ganz. ganze Zeit. Ja, machen wir natürlich, ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht so anders irgendwie von dem, wie sehr ich in Arbeit da reingesteckt habe, eben im Gegensatz zu, was weiß ich, die Polizei oder irgendwas so. Aber für mich war es tatsächlich von Anfang an, dass ich jetzt eher gesagt hätte, dass das für mich so ein bisschen bei einzigartig reinkommt, von dem, wie die Folge das war, von dem rein qualitativen, wäre ich aber auch irgendwo zwischen, also für mich jetzt auch und von dem, was am Ende da so rauskam, wäre ich jetzt auch zwischen Erbänger und Überfolge tendiert.
Aber ich finde eigentlich, dass das mit einzigartig auch ganz gut passt. Weil das halt, ich glaube, sowas hat es halt auch in der Form noch nie gegeben. Ja. So. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, das passt gut und damit können wir dem Ganzen so ein bisschen auch aus dem Weg gehen, das genau zu bewerten. Wahrscheinlich würden wir uns dann irgendwo auf Banger einigen, denke ich. Ja, vermutlich auch, würde ich auch sagen. Okay. Schön, dann die letzten drei. Und die erste ist über den deutschen Film mit Wolfgang M. Schmidt, die Folge 112, unsere vorletzte Folge dieses Jahr gewesen. Ja, das war auf jeden Fall noch vor Steiger unser krassester Gast jetzt gewesen und ja auch wirklich ein Gast, wo wir lange drauf hingefiebert haben. Was natürlich auch schön war, weil wir beide den Wolfgang auch ja sehr schätzen von der Arbeit, die er macht und auch Filmanalyse, Wohlstand für alle. Genießen und gerne auch mal reinhören oder gerne mal schauen oder gerne mal sehen und dementsprechend natürlich eine sehr, sehr schöne und spaßige Angelegenheit und ich finde auch gerade mit diesem Fokus auf den deutschen Film hat das natürlich noch mal besonders viel Spaß gemacht, weil er ja gerade viel von linken Medien dann eben in diesem Kosmos Wohlstand für alle eingeladen wird. Aber ich weiß gar nicht, ob vielleicht noch für das Influencer-Buch und da hatten wir auch bewusst gesagt, um ihn auch so ein bisschen natürlich dann auch zu locken, weil wir lange warten mussten, machen wir doch mal über den deutschen Film und mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Ja, war ein tolles Erlebnis und eine schöne Angelegenheit, eine gute Folge. Teilweise kritikwürdig fand ich, dass es am Anfang, hatten wir uns das ein bisschen anders vorgestellt von so der Geschichtsschreibung über den deutschen Film. Da war das sehr, sehr dünn, fand ich auch, oder nicht so gut erzählt von Wolfgang. Auch wenn man das jetzt halt, weil er rhetorisch einfach stark ist, jetzt vielleicht nicht so raushört, aber hatten wir so als Hauptkritik. Und ja, interessant ist auch, was ihr noch dazu sagt. Sadi hat die Folge natürlich ja nicht gefallen, weil er offensichtlich ein Kulturbanause ist. Jede Kulturfolge wird abgelehnt von ihm. Und Gringo fand das kein auch kompetenter Gast, aber etwas langwierig. Ja, also im Prinzip würde ich dazu neigen, es dann nach Banger zu packen, weil wir hatten uns halt auch erhofft davon, sage ich mal, dass es so auch so ein Standard zu der Folge wird, weil es auch, sage ich mal, von ihm wenig, sage ich, so gibt, dass er halt so allgemein mal über das Thema deutscher Film so spricht, sondern halt eher so konkret über einzelne Filme. Aber ich glaube, es ist nicht die Überfolge zu dem Thema geworden. Es ist ein Banger geworden, aber es ist jetzt nicht das Standardwerk zu dem Thema geworden. Dafür war ja auch, sage ich mal, ein bisschen zu kurz angebunden. Ja, das war ja wirklich zeitlich sehr begrenzt mit unserer Aufnahme. Ja, was Bin ich auch übrigens noch okay schön ist mit. als schön. Was übrigens noch Schönes an euch zurückzuspiegeln, das hatten ja ein paar vermutet, weil wir uns ja so ein bisschen enttäuscht waren, dass die Folge nicht so gut gelaufen ist, wie wir hofften. Von den Aufrufen her, dass diese Theorie, dass es eine Folge ist, die langfristig auch einfach immer wieder gehört wird, sich so ein bisschen zu bestätigen scheint. Also da sind eigentlich immer ganz gut Aufrufe drauf, auch wenn sie nicht mehr neu ist. Gut. Dann die letzten beiden und zuerst die letzte normale Folge, die wir dieses Jahr hatten, und zwar über deutsche Bauern, Folge 113. Ist ja Ja, auch gerade top aktuell, ne? Also witzig, dass wir jetzt halt diese Folge gemacht haben und direkt danach eskalieren die Bauernproteste. das wird wahrscheinlich an unserer Folge liegen. Ich glaube auch tatsächlich, ich bin manchmal ein bisschen zeitversetzt. Fällt mir gerade mal auf. Ja, bist du auch. Ja, ne. Sowohl in der Vorbereitung als auch in dem Aufnehmen sehr
schöne Folge von dem, was das auch nochmal selber mitgegeben hat. Also für mich hat einfach, weil das jetzt ein Thema war, wo man immer so ein bisschen drüber gesprochen hat, aber ich mich nie tiefergehend damit beschäftigt habe. Ja, einfach nochmal ja, eine sehr gute Beschäftigung gewesen. Vor allem ganz witzig auch, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich war jetzt Weihnachten nochmal bei meinem Papa gewesen und ich habe dann erfahren, dass wir sogar von der Familie so gesehen bäuerlichen Background hatten, dass meine Oma noch als Winzerin gearbeitet hat, bevor sie in die Stadt gezogen ist, mein Papa dann bei der Familie noch bei den Weinbergen irgendwie helfen musste bei Ernte und bei Vorbereitung und so und ja, es dann irgendwelche Geschichten gibt, wie er dann als Jugendlicher sich im Weinkeller immer was abgezapft hat. War was, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Jetzt kann ich Das das auf passt jeden irgendwie Fall zu noch. deinem Vater, Ja. die Geschichte mit dem Weinsabzapfen. Ja, und dann ging es ins schöne Ruhrgebiet. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt zu meinem Portfolio noch dazu packen. Ja, aber für mich eine Folge, ich weiß gar nicht, vielleicht ist der Abend schon so spät, für mich einfach so ein bisschen so bängermäßig in Erinnerung. Ja, ist ja auch eure Tendenz, schließe ich mich auch an. Und jetzt wirklich einfach auch was Cooles, dass es jetzt halt diese Folge gibt, wo es jetzt diese Bauernproteste gibt und jetzt einfach auch Leute, vielleicht auch aus unseren Kreisen, dann einfach da mal reinhören können, um sich halt auch ein Bild nochmal zu machen und Gedanken dazu zu haben. Finde ich wirklich ein lustiger Zufall, weil oft ist es ja so, dass wir es immer dann probieren, wenn sowas passiert, dann so eine Folge oder ein Livestream oder so zu machen, was uns dann ja auch manchmal ganz gut gelingt, dann auch darauf zu beziehen und hier dann halt diesen Zusammenhang zu haben, ohne dass wir das wussten, dass es das passieren wird, ne? Ey, und kein Scheiß, ne? Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Ich fühle das richtig, weil ich habe dann auch erfahren, dass diese Winzertradition deswegen aufgegeben werden musste, weil es zu unwirtschaftlich war und dann eben Geldmangel herrschte. Und dann musste das an einen Großbetrieb abgegeben werden. Ja, aber das ist krass. Ist jetzt so richtig persönliche Betroffenheit und so. ja. Okay, Gut, die ihr Lieben, letzte. letzte Folge über revolutionäre Nachbarschaftsarbeit, Folge 95. Und zwar war das auch eine Gastfolge mit der Laura von der feministischen Initiative und unserem Unionssalon-Kollektiv vom Nachbarschaftstreff Dortmund. Eine tolle Folge, eine Folge, die gut angekommen ist, die auch einen gewissen Widerhall hatte. Ich würde auch sagen, dass es ein Thema ist, was sehr starke Behandlung mittlerweile in der Linken erfährt, was wirklich so von den vernünftigen, produktiven Tendenzen in der Linken an großer Bedeutung gewonnen hat und wo es ja auch einige spannende Ansätze gibt. Und ich fand das eine sehr schöne Sache, auch das mit Laura zusammen zu machen. Hat das sehr schön aufgelockert, fand ich. Also schon eine lockere Folge, die aber ja gut war. Allerdings auch manche inhaltlichen, also wo man halt nochmal sagen kann, okay, man hätte nochmal inhaltlich und analytisch teilweise und strategisch ein bisschen tiefer gehen können. Also die halt, der es halt an manchen Punkten dann auch gefehlt hat an Tiefe. Ja, also die Sache ist die, dass die Sache ist die, das war jetzt die ganze Zeit auch die Folge, wo ich das Bild gesehen hatte, aber durch die Qualität es nicht erkennen konnte und bis gerade auch nicht mehr wusste, welche das war. Und ich konnte mich, das war richtig schlimm, ich konnte mich so Teufel komm raus nicht dran erinnern, welche Folge wir noch dieses Jahr gemacht hatten. Und deswegen war es gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Ich habe sie auch als so eine total nette Folge in Erinnerung. Also, ich glaube, was für mich die Sache war, ich habe gemerkt, für viele Leute war es nochmal schön, hat das nochmal
was geklärt oder was zusammengefasst, aber es war für mich auch so ein bisschen so, dass fast alle von den Sachen hatten wir irgendwie schon lang und breit in Streams diskutiert und gerade dieses ganze, das war für mich nochmal so mit die Demonstration, so die Anti-Szene-Folge, einfach, ja, wie muss man jetzt eigentlich als Linker, als radikale Linke auf die Nachbarschaft zugehen, als anarchistische Bewegung? Aber glaube ich auch nochmal andersherum sehr schön, indem das Laura einfach ein sehr sympathischer Podcast-Gast ist und das viel Spaß mit ihr zusammen gemacht hat und natürlich das dann auch in dem ganzen Kosmos von dem stand, dass wir auch Nachbarschaftsraum dann in Dortmund eröffnet haben. Als zwei Kollektive und dementsprechend ja, eine wirklich nette Folge. Für mich dann halt so solide im, ist es eigentlich passend. Im Banger ist eher so die Tendenz von euch. Wie gesagt, die Folge kam auch sehr gut an. Das ist auch so ein bisschen, ja, deswegen finde ich es auch wichtig, gerade auch für die Zukunft vom Projekt, zeigt das halt auch so ein bisschen, dass halt auch so lockere Folgen oder die nicht so ganz tief gehen, dass es auch wichtig ist, dass wir erst immer mal wieder einstreuen, so, weil es halt auch einfach Folgen gibt, die dann natürlich auch weniger Arbeit für uns machen, die aber trotzdem sehr auf sehr großen Widerhall stoßen. Das war bei der Folge auch der Fall. So. Ich würde es auch Aber absolut ich bin schwer, die auf trotzdem, solide zu packen. ja, ich würde da auch dabei bleiben. Banger ist mir ein Türchen zu hoch. Gut, ihr Lieben, das war das Ranking. Sehr, sehr schön, finde ich. Also, ich finde, das spiegelt das über Tage ja ausgezeichnet wider. Ich denke, es war bei den Livestreams einiges an Schatten dabei. Also, das haben wir jetzt hier gar nicht behandelt, ne? Die ganzen. Da war technisch so viel Katastrophe und auch ein paar inhaltliche Sachen, wo wir danach gesagt haben, ja gut, es ist ja bei Livestreams zu irgendwelchen Themen, wozu man dann spricht, auch häufiger mal der Fall. Aber bei den Podcast-Folgen bin ich so zufrieden wie noch nie. Das haben uns ja auch alle gesagt und das haben wir auch ganz klar so festgehalten. Das war die beste Entscheidung für uns, nur noch alle 2 Wochen zu veröffentlichen, dass du die inhaltliche Vorbereitung machst, dass es halt tiefer wird. Und wir haben auch tolle Gäste gehabt. Es war wirklich von den Reihenfolgen her ein grandioses Jahr für uns. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich merke schon, Joshua will raus. Da kommt nichts mehr. So, weiß nicht. Ich meine, Alles gut. ne? Keine Ahnung, ne? Ist einfach so ein, und er sah, dass es gut war, Moment. Also Absolut. sowohl mit den Folgen als auch mit der kurzen und bündigen Zusammenfassung zum Schluss. Sadi hat jetzt auch eine Kultur, Wunschfolge, wo er sich mit wo er mitkommen würde. Und Was denn? zwar zum Thema Katholische Liturgie. Sport. Ach so, ja. Oder so. Zum Thema Sport, ja. Ja, stimmt, ne? Das, ja. Haben wir das? Nee, wir haben das noch Nee, gar nicht da behandelt, haben ne? wir super wenig zum Thema, also sportliche Themen Ja. ist halt echt richtig schwach und da muss auch was kommen nächstes Jahr. Wir wollten ja unbedingt auch mal was zum Thema Fußball und so machen, da wird auf jeden Fall was kommen. Ist auf jeden Fall auch immer das Thema, womit man mich bei so Quizzes killen kann, wenn die Sportkategorie rankommt. Wie viele Spieler sind in einer Baseballmannschaft? Ja. Wie viele sind's? Ich weiß es nicht. Ich Ich weiß glaube es auch neun. nicht. Ich muss es dann auch mal nachgucken. Schrecklich, schrecklich sowas. Sprichst du? Weil ich höre dich nicht mehr. Gibt es irgendein Problem bei mir? Ich weiß ja nicht, ob ihr mich hört. Also ich kann den Chat ja sowieso nicht lesen. Hallo, hallo? Ach, das Mikro ist ausgegangen, ne? Genau, ich habe jetzt das zweite rein. Gut, ich glaube, das ist auch ein Zeichen. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte, ist, dass es halt auch nochmal ein spezieller Dank an euch rausgeht, die ihr auch heute dabei wart. Es war
ja, eine große Unterstützung und dass ihr viele von euch, die heute auch da sind, haben ja auch fast jede Folge oder jede Folge gehört. Das ist einfach großartig und ja, ich denke, wir haben uns sehr, sehr stark entwickelt. Insgesamt würde ich sagen, wahrscheinlich das Jahr, wo wir uns am stärksten fortentwickelt haben vom Projekt bisher. Und deswegen bin ich sehr, sehr frohen Mutes fürs nächste. Ich freue mich auch schon wieder, weil dafür geht immer recht wenig Dank raus an das ganze tolle, liebe, nette, aber auch besonders kritische dann teilweise Feedback, was ihr uns gibt. Das ist wirklich sogar mit das, was mich teilweise dann am meisten dazu motiviert, weiterzumachen. Und ja, wir werden, es gab jetzt noch zwei Fragen, da würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Also hebt euch die Fragen, die ihr noch hattet, jetzt auf für nochmal eine entspannte Runde in einem nächsten Stream, dann nächstes Jahr. Und ja, das war es von uns für dieses Jahr. Wir sehen uns im nächsten wieder, dann wahrscheinlich nächste Woche einfach mit dem Mittwochs-Livestream. Und dann werdet ihr auch zeitnah erfahren, wie das aussieht mit zukünftigen Programmen und unserem neuen Format, unserem neuen Nachrichtenformat, wenn es damit losgeht. Ja, Oh es hat ja. Spaß gemacht. Es war ein gutes Jahr für über Tage und danke euch. Auf ein schönes neues Jahr mit euch. Kommt gut rein und falls ihr es noch nicht gehört haben sollte, dann hört unbedingt noch unsere Weihnachtsfolge. Da ist viel Spannendes dabei unter den Übertage All-Stars-Stream. Ja. Guten Rutsch und Glück auf. Macht's gut, ihr Lieben. Glück auf.